Im Frühtau zu Berge, wir gehen, Falara. Und das ist ja der Wahnsinn. Eine Besteigung der Zugspitze von Hammersbach über das Höllental ist für konditionsstarke und trittsichere bzw. schwindelfreie Kraxler, die auch vor einer oder anderen Kletterstelle nicht zurückscheuen, fast eine Mustur. Etwas konditionsschwächere Aspiranten können die Tour mit einer Übernachtung auf der Höllental-Angerhütte auf zwei Etappen aufteilen. Mit von der Partie sind Franz und Christian, zwei Mitstreiter aus meiner vergangenen Triathlonzeit, die beide heute noch sehr aktiv sind. Sowie Thalia und Johannes, die ihr ja schon vom Kegelberg-Klettersteig her kennt. Die Tour gehen wir als Testtour für unsere anstehende 4000er-Begehung. Tja, und mir kann es auch nicht schaden, ein bisschen Kondition aufzubauen, wenn jetzt dann wieder die längeren Kletterrouten anstehen. Schnell ist das erste Highlight der Tour erreicht, die Höllentalklamm. Spätestens hier wird man dann durch die ein oder andere kleine Dusche aus den letzten Träumen gerissen. Ja. Früh am Morgen kann man dann auch, wenn man noch etwas Glück hat, einen Alpensalamander zu Gesicht bekommen. Das sieht unser Ziel doch fast ganz nah aus. Ja. Die Zugspitzaspiranten haben die Höllental-Angerhütte bereits verlassen, als wir vorbeikommen. Gemäß Ausschilderung sind es bis hierher 3 Stunden und noch weitere 6 Stunden bis zur Zugspitze. Wir haben also etwa ein Drittel des Weges hinter uns. Weiter geht es auf gutem Weg taleinwärts auf die sperrende Felsmauer zu. Es kommen die ersten Kletterstellen und anschließend die Hühnerleiter. Der Steinschlaghelm ist aufgesetzt. Und die Klettergurte sind angelegt. Oh, echt brutal. Es folgt die erste richtig ausgesetzte Stelle, das berühmte Brett. Wer bis hierher bereits Probleme mit der Trittsicherheit oder der Schwindelfreiheit hatte, sollte sich überlegen, ob es nicht besser ist, umzudrehen. Du, wenn es schnell wird, dann bleibe ich hinten. Wir warten dann auf dich. Irgendwann. Irgendwann. Nach einer kurzen Schotterrinne kommen wir noch einmal in ungesichertes Kraxelgelände, das bei Nässe oder Restschnee schmierig sein kann. Dann befinden wir uns im Höllental-Kar und nähern uns konditionsfördernd dem Höllental ferner. Der Höllental ferner ist nicht allzu schwierig, kann jedoch Steigeisen oder zumindest Grödel erfordern. Wir hatten diesmal, da wir noch relativ früh im Jahr unterwegs waren, guten Stapfschnee. Jetzt habe ich die Steigeisen auf und Thalia nicht, gell?
Da war das Gehen ohne Steigeisen dann fast angenehmer. Am Ende der Querung, bevor man wieder in den Fels kommt, steilt sich der Ferner noch einmal etwas auf und spätestens hier sieht man, ob man die Wahl, mit oder ohne Steigeisen zu gehen, richtig gemacht hat. Die Randkluft zwischen Ferner und Fels ist dann häufig auch die Schlüsselstelle der Tour. Ja, das war anstrengend. Wir hatten so früh im Jahr und nach dem schneereichen Winter noch keine Probleme mit der Randkluft und sind gut über den heute üblichen oberen Einstieg an den Fels gekommen. Die Luft wird hier oben für den unakklimatisierten Bergsteiger deutlich dünner. Gerhard, wie gibst du es, dass du jetzt vormerkst? Bist du außen rüber geguckt? Hä? Okay. Bist ja müde. Und man klettert luftig am Stahlseil, teilweise am Fels, teilweise an Eisenstiften nach oben. Irgendwie ganz schön anstrengend auf die Dauer. Ein Blick nach oben zeigt, dass die Seilbahnstation nun schon ganz nah ist. Noch ein paar kräftige Bisse ins Pausenbrot in der Irma-Scharte und es geht die letzten Meter zum Zugspitzgipfel. Die Sicherungsseile waren hier auch schon komplett aus dem Schnee, sodass der Pickel und die Steigeisen im Rucksack bleiben konnten. Weiter hinauf zum Kreuz waren dann wie üblich blockiert, also nichts wie rüber zur Seilbahnstation. Aber der Franz und der Christian, die haben sich dann doch noch ganz nach oben gekämpft. So lange haben wir das gebraucht. Da sind wir doch ganz zufrieden mit unserer Begehungszeit. Der 4000er kann kommen. Auch einen Platz in der neuen, nur leicht gefüllten Seilbahn haben wir erhalten. Ja, genau, die machen wir da. Mit der Zahnradbahn geht es dann die letzten Kilometer zurück zum Parkplatz. Ja.